Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen der Skylanders Schattenmesser in der Runde. Let's play Assassin's Creed, wollte ich gerade sagen. Guild Wars 2, seit 2 Stunden schon am Aufnehmen. Und wir werden jetzt die letzte halbe Stunde machen, weil dann ist langsam auch ein bisschen die Lust vergangen und wir haben dann sehr viel von der Geschichte erlebt. Das heißt, in der nächsten Aufnahmesession werden wir uns eher so um Erkundung und sowas kümmern, herausfinden, pipapo, dies und das und jenes. Und daher werden wir jetzt auch nochmal ganz schnelle Reise machen zu dem Ort unseres Verlangens. Das heißt hier, ne? Ja, dahin reisen wir bitte. Ah, der ist mir. Das geht ja so schnell. Stufe 4 reduziert. Beruhig diese Idioten wieder, bevor die Sache aus dem Ruder läuft. Alles cool. Hey, kommt und sprecht mit mir. Was auch immer. Wahrscheinlich Granaten werfen oder sowas kann man hier lernen. Ich wüsste nicht, welche Idioten ich jetzt hier beruhigen sollte. Ich finde schade, dass wir jetzt schon alles hier freigeschaltet haben, ey. Es ist irgendwie komisch. So, aufi. Es ist halt wirklich nur die Frage, wie arbeiten wir uns vor? Weil anscheinend können wir auch irgendwann einfach mal so in die anderen Welten gehen. Machen wir es im Endeffekt erstmal, dass wir alles hier erledigen und dann auch in die andere Welt übergreifen, oder wie machen wir das? Ist da eine. Den Rest kann ich auch laufen, glaube ich. Niklas Sev. Adamant-Gardisten. Übertreib's nicht. Jeder sollte seinen Platz kennen. Aber ich nehm's mit jedem Char auf in der Arena. Klar. Dort ist euer Platz aber am Boden. Nette Besprechung. Was haben wir denn hier? Sehenswürdigkeit. Jetzt also anscheinend viel zu tun. Ihr habt Gold, nicht wahr? Und du willst Karma-Punkte, du Vollidiot. Tja, ist mir, was ich ihm seinen Job noch erklären muss. Kaufmann. Filetfleisch. Schüssel mit Wurmeintopf. Yum yum. Jetzt hört sich doch noch nichts an. Kauffrau. So, also Standardgeschüsse hier, glaube ich. Spieß mit geheimes Fleisch. Also nichts, was jetzt unbedingt von uns benötigt wird. Seht ihr, da sehen wir sowieso etwas von der schwarzen Zitadelle. Mir, Alter.
Kandidatin. Ist das unser neuer Hauptsitz hier oder was? Ja, weitermachen. Ein Spion für einen Spion. Cha, 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 cha. Cha, cha, cha. Das sieht bestimmt sexy aus. So ein unwirtlicher Ort irgendwie, keine Ahnung. Da waren einfach mal befestigt, aber auch nicht. Hey, hier drüben. Schön, dass ihr da seid. Mir tun die Füße weh und ich bin es leid, dauernd irgendwen wegscheuchen zu müssen. Ich wollte doch mit dir reden. Seid gegrüßt, Tribun. Ich habe Neuigkeiten. Die Flammlegion will Blut und Eisen gegeneinander ausspielen. Jede Legion soll glauben, die andere habe sie angegriffen. Wenn der Plan funktioniert, könnte daran die Allianz der Zitadelle zerbrechen. Sie haben es auf Eisens neue Waffe abgesehen und auf einen Centurio der Blutlegion. Die ganze Sache hat ein gewisser Tribulus Trauerklinge ausgeheckt. Ich kenne den Namen Trauerklinge. Er bedeutet echten Ärger. Blut und Eisen müssen informiert werden, damit sie sich vorbereiten können. Nein, dies ist ein Ascheunternehmen. Blut und Eisen würden es in ein wahres Lindwurmfrühstück verwandeln. Wir erledigen das lieber selbst. Der Legionär wird den einen Einsatz übernehmen, Fengar kann sich um den anderen kümmern. Fengar? Tribun, Fengar hat nicht genug Erfahrung für so etwas Großes. Ich werde... Nein. Saikea, ihr erhaltet den Befehl, Trauerklinge ausfindig zu machen. Fengar, ihr kriegt endlich eure Chance auf einen Feldeinsatz. Nun zu euch, Legionär. Ihr habt die Neuigkeit überbracht. Also habt ihr die Wahl. Die Maschine bei der Eisenlegion beschützen oder den Centurio bei Blut. Entscheidet euch und marschiert los. Tja. Trefft euch mit Tribun Wüstengrab bei Rümplers Schrottplatz. Gucken wir mal, ob wir uns ein bisschen mit den Leuten unterhalten. Fengar! Schön, euch wiederzusehen, Selaija. Ihr solltet euch beeilen. Der Tribun erwartet eure Entscheidung. Schon unterwegs. Ich mag sie. Mein eigener Einsatz. Darauf warte ich schon seit Ewigkeiten. Der Wurzel wird, ist mir egal. Ich freue mich einfach nur, endlich mal raus ins Feld zu kommen. Ich werde einen aussuchen und melde mich dann bei euch. So, meine Freunde, was seid ihr denn? Willkommen zurück, Boss. Wann kämpfen wir denn? Es juckt mich in den Fingern, euch zu beweisen, dass es richtig war, mich mit an Bord zu nehmen. Zu holen. Und mein Trupp hatte keine Einwände, darf ich annehmen? Legion, etwas dagegen, dass ihr Asche-Legion angeschossen habt. Was glaubt ihr? Hat euch die Flammenjäger am Leben gelassen, wenn sie doch jeden anderen getötet haben? Nur weil ich die Magien zu nutzen weiß, dachten sie, sie könnten mich leicht bekehren. Diese Trottel von der Flammenlegion haben uns immer unterschätzt. Einige der Offiziellen haben Einspruch erhoben, aber nicht Brimstone. Mein Trupp hat mir nie Probleme bereitet. Wenn die Zeit gekommen ist, werden die Flammen dafür bezahlen, was sie uns angetan haben. Hatten eure ehemaligen Kameraden von der Blutlinie etwas dagegen, dass ihr euch in Aschen angeschossen habt? Sie wollten es mir ausreden. Aber kaum hatte ich euren Namen genannt, wurde Tribun Brimstone hellhörig. Alle Einwände verstummten, als er in Ordnung sagte. Der will böse werden. Entweder steht Brimstone über die Agenda der Legion oder er respektiert euch eben ganz besonders. Ich habe ihm erzählt, was im Lager der Flammenlegion passiert ist, wie ihr mich gerettet habt und wir uns zusammen den Weg nach draußen freigekämpft haben. Da haben sie mich vollkommen
Da haben sie mich willkommen geheißen. Blutigion. Einige der Offiziere haben Einspruch erhoben, aber nicht Brimstone. Meine Truppe hat mir nie Probleme bereitet, hatten wir schon. Verdammte Scheiße. Die Flammenlegion? Und das alleine? Seid ihr denn nicht ganz bei Trost? Ihr hättet mich mitnehmen sollen. Thora sagte, es handele sich dabei um einen Einzelauftrag. Und ich war nicht ganz allein. Ich habe Yahook getroffen. Diesen Elementmagier, den ihr mitgebracht habt? Sagt bloß nicht, dass er euch hierher gefolgt ist und ihr ihn nun behalten wollt. Er hat gut gekämpft und er möchte unseren Trupp beitreten. Nun, was meint ihr? Klar, je mehr Feuerkraft, umso besser. Und in den Kampfpausen können wir hier ein paar Tricks austauschen. Ich hätte gehofft, dass ihr so denken würdet. Danke. Okay, ich habe immer noch keinen Hinweis, was wir machen sollen. Sollen wir die Blutlegion helfen und diesen Typen verteidigen? Oder soll er lieber diese Maschine beschützen? Um ehrlich zu sein, wenn das sein erster Auftrag ist, wäre es für ihn einfacher, eine größere Maschine zu beschützen, als einen einzigen Mann, der in den Chaos verschwinden könnte. Daher werden wir der Blutlegion helfen. Ich habe einen Spionin in der Blutlegion namens Vrauda, die Flinke, zuverlässig aber aufbrausend. Sie wird eure Kontaktperson sein. Samona Eisenklaue ist unser Kontakt in der Eisenlegion. Sie ist schlau, aber auch geschwätzig. Ich werde der Blutlegion helfen. Das bedeutet, die Eisenlegion-Mission bekommt Fänger. Ich lasse Vrauda, die Flinke, wissen, dass sie euch in der Nähe der Blutlegion-Lage antreffen soll. Fertig. Die Flammenlegion wird nicht einmal in der Nähe des neuen Blutcenturius kommen. Heilendes Kriegshorn. Und Heilfeuer durch. Eine Begleithand kann das hier gemacht werden? Nee, zweihändig, okay. Nice. Jo, Level 13, Level 12 erreicht. Aufwertung! Da wir an diesem Gegner einen reinen Erinnerungsplatz. Plus 3 Kraft, plus 2 Zähigkeit, 13 Segensdauer. Versucht eine billige Stadt, um einen Meisterhandwerker zu finden, ein neues Handwerk zu lernen. Ein Handwerk verleiht euch die Fähigkeit, Waffen oder Rüstung herzustellen. Ihr könnt euer Essen zubereiten oder kurzzeitig eure Werte steigern. Annehmen. Ich habe keine. Nicht hier nur so wenig. Die anderen Schwerter können wir dementsprechend alle verkaufen. Ja, weiter geht's, würde ich sagen, ne?
Ja. Dann wird das ein bisschen einfacher haben, eine größere Maschine verteidigen zu können als einen kleinen Soldaten oder einen einzelnen Mann. Okay. Was hat man hier alles überhaupt, ey? Da geht's anscheinend runter. Achso. Natürlich cool, ne? Wenn du so ein paar Wege hast, wo eigentlich nichts hinführt und das ist einfach so eine Kleinigkeit, finde ich schon ganz cool. Huch! Hervorragend. Was? Wo bin ich denn hier gelandet? Hey, lasst uns endlich Ohr erobern! Die alte Welt von den Die Legion ruft! Ihr seht nicht so aus, als würdet ihr hierher gehören. Ihr seht viel zu lieb aus als für ein Gladium. Kurz davor zu stehen, ein Gladium zu werden, heißt noch längst nicht, ein Gladium zu sein. Wer mal beinahe gestorben wäre, ist schließlich auch noch nicht tot. Es gibt schlimmere Qual, als einen Trupp zu verlieren. Es ist der Stoff, aus dem richtige, harte Soldaten sind, kann ich euch sagen. Das glaube ich euch, lebt wohl. Okay, ist also Gladium unterwegs. Ist noch ein Aufzug. Nähert euch vorsichtig, meine Freundin, und sagt klipp und klar, was ihr wollt. Meine Geduld ist etwas knapp bemessen heute. Ich suche nach Antworten. Dann sprecht schnell. Was wollt ihr? Wer seid ihr? Ich bin Pranga Feindspuk. Ich bin ein Gladium. Problem damit? Wollt ihr etwas sagen, dass ich meinen Trupp aus freien Stücken verlassen habe? Dann würde ich euch sofort töten. Meine Truppenkameraden sind fort, doch sie beobachten mich aus dem Nebel. Ich achte darauf, dass sie durch nichts zu entehren. Das erfordert große Kraft. Eines Tages erfahrt ihr vielleicht am eigenen Leib, was ich meine. Aber das wünsche ich euch nicht. Was habt ihr gegen Menschen? Heute kämpfen sie auf unserer. Man sagt, dass was deine Freunde umbringt, macht dich stark. Doch die Geschichte werden euch diesen Ort nicht gerecht. Manche nennen es Gladiumquartier, die Untiefen. Andere nennen ihn die Galgen. Wie ihr sehen könnt, residieren hier nur die Besten. Ich verstehe, dass ihr verbittert seid. Ich bin nicht verbittert, nur umsichtig. Wenn man ein Gladium ist, lernt man auf sich aufzupassen. Immerhin wird man von allen beobachtet. Vermutlich keine schlechte Idee. Lebt wohl. Jetzt sind hier nur Gladien unterwegs. Gladiumse. Vor allem, weil die alle eigentlich einen eigenen Trupp aufmachen könnten. Nicht so, mein Freund. So nicht. Habt ihr kurz Zeit? Er kann mich durch die Mauer sehen. In Zeiten wie diesen kann man sich Furcht nicht erlauben. Ich habe kein Gold. Oh, ihr seid gar kein Bettler. Tut mir leid. Ich werde hier von so vielen Bettlern belästigt, dass ich schon aus Reflex den Arm mime. Warum räumen sie hier nicht auf? Wer? Die Admantgarde hat schon alle Hände voll zu tun. Wer? Die rackern sich mit dem Krieg ab. Und Wachsame werdet ihr auch nicht viele sehen.
Warum seid ihr hier? Genesungsurlaub. Bekam eine Ladung Schrapnellkugeln in den Bauch und Bein. 2 Pfund Metall mehr, 5 Liter Blut weniger. Aber alles im Dienst der Wachsamen. Was tun die Wachsamen? Hier sind alle Völker aus ganz Tyria vertreten und wir haben einen Schwur geleistet, dass wir dieses Land gegen die Drachen verteidigen werden. Wir kämpfen, patrouillieren und treten allgemein in untote Hintern. Klingt gefährlich. Extrem gefährlich. Aber ein Selbstkommando ist es nicht. Wir kämpfen aggressiv, aber nicht stumpf. Strategie und Taktiken werden sorgfältig geplant. Wir werfen niemanden Leben leichtfertig weg. Ah, leb wohl. Hallo. Halt, kommt nicht näher. Ihr seid in der Gegenwart des Al-Sen. Zollt ihm euren Respekt. Was ist denn mit euch los? Der Al-Sen ist in jeder Hinsicht vollkommen. Er braucht nichts und er ist nichts. Und doch ist er alles. Erleuchtet mich, Verblendeter. Was ist ein Al-Sen? Vor mehr als 300 Jahren wurde prophezeit, dass ein Elonir, der weit weg von zu Hause unterhalb des Stahls lebt, emporsteigen und sein Volk zurück in die Kristallwüste führen würde. Dann denkt ihr also, ihr seid dieser großartige Held? Vielleicht gibt es ja Hoffnung für die Gläubigen, die diese metallenen Monstrositäten heimsuchen. Wenn meine Stunde schlägt, mein Volk in die Heimat zu führen, erlaube ich euch vielleicht mit uns zu reisen. Ihr wisst, dass die Kristallwüste eine Einöde ist, oder? Der Al-Sen wird sie wieder fruchtbar machen. Alle werden mir zu Füßen liegen, sowohl diese Heuchler Pallava, Yoko, als auch die alten Drachen. Man wird den Al-Sen lieben. Der Al-Sen wird das Ultimative werden. Ein paar Züge könnten wir nicht starten. Ihr seid diese Soldatin Silaija, nicht wahr? Diejenige, die den alten Herzog Baradin erledigt hat. Wollt ihr mir das vorwerfen, Mensch? Eigentlich mag ich diese Geister von Ascalon nicht besonders. Sie greifen nicht nur Char an, müsst ihr wissen. Adelbern hat eine Seuche über uns hergebracht. Was macht ihr in der schwarzen Zitadelle? Vor dem Waffenstillstand war ich Händler und habe Vorräte nach Ebonfalke geschafft. Auf meiner letzten Reise begegnete ich einem patrouillierenden Trupp. Mir war klar, dass ich des Todes war, sollte ich weglaufen. Also habt ihr euch ergeben? Ich ziehe das Leben vor. Sie haben mich hierher ins Gladiumviertel gebracht und bis zum Waffenstillstand festgehalten. Am Tag der Unterzeichnung war ich wieder ein freier Mann. Warum habt ihr das Handeln nicht wieder aufgenommen? Die Dinge ändern sich. Ich bin schon so lange hier, dass ich inzwischen den Erfindungsreichtum und die Organisation der Stadt bewundere. Ich bin jetzt bei einem Schweißer in die Lehre gegangen. Eine weise Entscheidung, Mensch. Viel Glück. Hey, lasst uns endlich Ohr erobern. Oh, warum nicht? Sonst ist hier nichts zu finden. Kann ich noch irgendwo runter? Das war die Stimme von Grunt, oder? Das war die Stimme von Grunt, glaube ich. Mass Effect. Anscheinend gibt es nicht mehr allzu viel zu sehen, deswegen sage ich jetzt auf Wiedersehen. Nö. Scheint nicht so. Kämpfen will. Menschen sind nicht so ehrlich. Okay.
Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Geiselschwanzverteidiger. Kann ich hier vielleicht ein anderes Tier erwerben? Falke wäre cool, Alter. Ein Kaninchen, jawohl. Wir werden uns jetzt ein Kaninchen fangen. What the fuck? Anscheinend darf man hier nichts töten. Welches Bein muss ich hier rammen, um einen vernünftigen Martini zu kriegen? Das gibt's aber nicht. Oh, ich meine, ich mag die Soundkulisse hier. Ihr sucht Wissen. Passt auf, wo ihr hintretet. Das sind die Überreste der Stadt Rinn. Die Abtei Durmand lässt hier Ausgrabungen durchführen. Warum lasst ihr das ausgraben? Ich verfolge die Spur der Menschenprinzen Rurik, der hier 2 Jahre nach dem großen Feuer der Trupp von Bonnenfahrts Brandpelz attackiert hat. Dabei handelt es sich um ähnliche Projekte. Jörg sucht nach dem Folianten der Gefallenen. Arai ist auf der Suche nach dem, was die Wahrheit über Rurikis Überfall auf Rinn nennt. Ich habe auch noch ein anderes Projekt. Ich studiere die Geister von Askalon. Aus gebührenden Entfernungen selbstverständlich. Auf der Mauer nördlich von hier gibt es einen Beobachtungspunkt, der einfach perfekt ist. Geister zu erfahren? Ich möchte herausfinden, wie die Geister ursprünglich entstanden sind. Je besser wir diese zerstörerische Magie verstehen, desto besser können wir uns dagegen verteidigen. Ich möchte gern ein neues Tier. Wo finde ich das denn hier? Sogar die Ratten können wir nicht mehr töten. Also ich kann... Da geht's außerhalb. Sanke, das ist so geil. Okay, Leute, wisst ihr was? Wir beenden das Ganze jetzt hier. Zum letzten Mal in dieser Aufnahmesession bedanke ich mich fürs Zusehen. Wie immer, schreibt alles in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch nicht gefallen hat und wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt. Wir werden uns einen schönen Punkt aussuchen. Ich werde sagen, da oben ist ein sehr schöner Punkt. Schnauze! Ja, gut. Danke mich fürs Zusehen. Ansonsten, ja, sehen wir uns hoffentlich noch irgendwo mal online. Tschüss.